Wie viele Personen braucht man, um eine GmbH zu gründen? Fragezeichen. Wie viele Personen braucht man, um eine GmbH zu gründen? Antwort: Eine. Eine einzige Person. Ja, wir haben es hier, gehen wir mal auf die nächste Seite, wir haben es hier zu tun mit einer GmbH und dieses G steht ja für Gesellschaft. Und normalerweise würde man sagen, Gesellschaft, das sind mehrere. Ja, denken Sie an eine Partygesellschaft, da wäre einer allein, wäre ja keine Party. Aber hier ist es so. Ja, tatsächlich besteht kann diese Gesellschaft aus einer einzigen Person bestehen. Das kann, das muss nicht. Es können mehr sein. Ja, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber es kann sein, eine einzige Person. Und diese einzige Person ist dann Geschäftsführer und der einzige Gesellschafter in Personalunion. Das geht alles. Ja, der Begriff GmbH ist aus vielen Aspekten missverständlich. Aber hier, das Gesellschaft ist auch missverständlich. Eine einzige Person reicht. Ein einziger Mensch reicht, ja, also ein einziger Mensch reicht hier. Der ist dann gleichzeitig Geschäftsführer und Gesellschafter. Das geht und wird auch relativ häufig gemacht. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert.